Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Daughters of Ash. Beim letzten Mal haben wir unverhofft hier dieses Leuchtfeuer gefunden und wir wollen mal noch ein Level-Up machen. Was können wir brauchen? Mehr Decks für mehr Damage? Ausdauer ist natürlich immer sehr wichtig. Ich denke, deswegen werden wir mal ein bisschen Ausdauer skillen. Wir gucken uns hier mal weiter um. Ich weiß nicht, was ich hier erwarten darf. Aber es ist bestimmt nichts Gutes, wenn da direkt ein Leuchtfeuer ist. Okay. Das war ganz gut. Ja, die können eigentlich ja auch nichts, ne? Das sind super viele von denen. Einer weniger. Sind alle tot, glaube ich. Oder? Hat sich das irgendwie gelohnt? Scheint nicht der Fall zu sein. Da hinten liegt irgendwas. Können wir mal gucken, ob wir da rankommen. Ich denke, das müsste gehen. Wenn wir uns hier so ein bisschen an den Bäumen vorbeiquetschen. Eine verstärkte Keule. Okay, gut. Dann geht es, das ist unser Leuchtfeuer, geht es hier noch nach oben. Gucken wir mal. Da oben lag, glaube ich, auch noch ein Item, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ich hatte eine Pause zwischen der letzten und dieser Aufnahme. Ich bin mir also nicht mehr wirklich ganz sicher. Da ist eine Funkelechse schon mal. Habe ich sie erwischt? Ich habe sie erwischt. Okay. Würde ich sagen, heilen wir uns mal kurz. Bevor wir uns mit diesem Golem anlegen. Wow, das hat eine Range. Das hat eine Range, du. Und lauf. Einmal zuhauen und weg. Ah, das wäre sogar ein bisschen gestunt gewesen. Ja, können wir zweimal zuhauen. Geht ja. Zergen wir ihn runter. Oh, das reicht. Okay, gut. 200 Seelen geben die halt nur. Und dafür sind sie schon ziemlich... Hatten sie schon ziemlich viel aus, ehrlich gesagt. So, was haben wir hier? Den Zweihänder. Das ist eigentlich ein gutes Schwert, ist aber nichts für ein Dex-Bild. Wir können uns das Schwert ja trotzdem mal kurz angucken. So, als Vergleich zu unserem Falchion plus 4 Zweihänder. Er macht halt 130, das ist schon echt nicht schlecht. Okay, aber grundsätzlich ist dieses Leuchtfeuer vor allen Dingen auch dazu da, damit wir wahrscheinlich schneller zum Mondlichtschmetterling kommen oder das, was da auf jeden Fall auf uns wartet. Ich vermute mal, das wird dann ein bisschen anders sein. Ich glaube nicht, dass wir genügend Menschlichkeit haben, um das Leuchtfeuer hier zu entzünden, also zu kindeln. Aber ich glaube auch, dass das wahrscheinlich nicht notwendig sein wird. Beziehungsweise wir kriegen das irgendwie hin ohne. hätte es für ein Level-Up gereicht? Da habe ich jetzt nicht geguckt. Hätte ich vielleicht ein Level-Up machen sollen. Wäre intelligent gewesen, ne? Okay, was haben wir hier? Da drüben ist schon mal ein Item. Wir müssen hier aber ein bisschen aufpassen. Das können... die kommen einfach aus dem Nichts. Das ist natürlich schon mal nicht so nett. Okay. Da wurde ein bisschen gestunt. Gib ihm. Na komm. Zuhauen und dann 1, 2. Der Falchion ist schon echt schnell. Gefällt mir sehr gut. So, haben wir hier irgendwie was Fieses? Twinkling Titanite. Okay, da ist nochmal so einer. Ach Mist. Okay. Ich habe ein bisschen Mühe gerade mit der Kamera. Oh. Ich hasse es, wenn sie das machen. Da muss man immer nach hinten ausweichen. Na komm. Dann lass es. Dann greifen wir halt an.
Wie viel hat er nicht mehr? Und down. Wahrscheinlich werde ich aber nochmal zum Leuchtfeuer gehen müssen, bevor wir dann Richtung vermeintlichen Boss gehen. Okay, da ist hinter uns gerade ein Baum gespawnt. Und der Baum hat eine Schlange dran, also das wurde nicht geändert, so wie es aussieht. Oh, das Ding lebt noch. Grüne Titanitscherben, was haben wir hier? Hallo? Pillage den Body! Pillage den Body! Ich will das Item haben. Eggwärmifuge, okay. Das gucken wir uns mal kurz an. Nein. Machen wir das. Removes parasitic egg from body. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das noch relevant sein wird später. Oder demnächst. Das wissen wir halt nicht. Ah, ist mal wieder einer von euch. Okay. Aber das war nix. Sie sind relativ langsam. Man bringt sie teilweise auch sogar ein bisschen zum Staggern. Na komm. Und noch einmal. Tschüss. Ich komme langsam wieder so ein bisschen in das Spiel rein. Das dauert immer ein wenig. So, da haben wir nochmal so ein Schlangengedöns. Vielleicht sollten wir das töten. Ich habe das Gefühl, wir müssen das Zeug, das die hier droppen, irgendwie ein bisschen farmen. Wow. Shit. Das machen sie jedes Mal, wenn sie aus der Unsichtbarkeit rauskommen. Man sieht sie halt auch nicht, ne? Ja. Ansonsten nicht sonderlich schlimm. Aber man sieht sie halt nicht kommen. Das war ein bisschen Glück, dass da... Autsch, hey! Lass mich! Heilen wir uns nochmal. Muss sein. Möchte kein One-Shot sein. Ah, der Falchion ist schon echt schnell. Ich sag's immer wieder, ich weiß, aber es ist einfach so. Es ist einfach so. So, wir haben 200 Seelen. Gucken mal kurz, ob oben eine Nebelwand ist oder nicht. Und falls eine Nebelwand ist, es ist eine Nebelwand, dann werden wir kurz zum Leuchtfeuer zurückgehen. Wir werden uns die Flasks auffüllen, wir werden kurz ein Level-Up machen. Und dann rennen wir hier durch, weil so wie es aussieht, gibt es hier sonst nichts mehr, was für uns interessant ist. Deswegen, jetzt muss ich hier den Weg wieder finden, das war hier glaube ich. Okay. Der hier hat noch was gedroppt. Grüne Blüte. Für Ausdauerregeneration kann man eigentlich immer brauchen. Sehr wertvolles Item. Hier war das Leuchtfeuer. Level up. Was nehmen wir? Ein bisschen mehr HP. Und danach werde ich wahrscheinlich langsam aber sicher mal mehr auf Dex gehen. Ich werde wahrscheinlich auch die Stärke ein bisschen erhöhen müssen. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir das Falchion bis zum Ende des Spiels haben, aber ich denke, es wäre gut, wenn wir es zumindest auf plus 5 bringen. Und dann, wenn wir eine bessere Waffe haben und irgendwo Titanitscherben kaufen können, werden wir dann die upgraden. Die Typen kann man relativ einfach loswerden. Also, ne, die sind nicht so schnell, da kann man einfach vorbeirennen, das funktioniert sehr gut hier. Jetzt gucken wir mal, ob hier tatsächlich der Mondlichtschmetterling ist. Ich sehe da auf jeden Fall schon mal einen Golem. Walking Bastion und ein Moonlight Butterfly, okay. Ich denke, das hier ist die Walking Bastion. Autsch. Da glaube ich ein bisschen greedy, ne?
Ich meine, wir machen nicht keinen schlechten Schaden an der Bastion. Das Problem ist, ich habe hinten keine Augen und sehe nicht wirklich, was der Mondlichtschmetterling macht. Das ist gerade so ein bisschen das Hauptproblem. Man hört so ein bisschen, aber ich kann nicht richtig ausweichen. Und ich muss dann natürlich auch den Zeitpunkt abpassen. Also es ist ein relativ schwieriger Bossfight. Ich denke, wahrscheinlich sind wir hier sogar noch ein bisschen zu früh. Ich werde jetzt das noch ein, zwei Mal probieren. Und ansonsten würden wir erstmal, glaube ich, zurückgehen in die Stadt der Untoten. So, die Bastion. Okay, der ist schnell. Der Typ ist schnell. Heilen wir uns mal kurz. Das lief ganz gut. Nein, ich möchte nicht den Mondlichtschmetterling anvisieren. Das Problem ist, okay, der one-shottet uns. Ich glaube, ohne ordentlichen Armor mit ein bisschen Magic Resist bringt das hier nicht wirklich viel. Jetzt ist die Frage, welches Leuchtfeuer verwenden wir am besten, um zum anderen Boss zu gehen. Wir sparen uns diesen Boss erstmal ein bisschen für später auf. Ich habe das Gefühl, wir sollten da noch nicht wirklich sein. Deswegen, wie gesagt, ja, wir gehen erstmal zurück. Ich werde gucken. Ich glaube, dass dieses Leuchtfeuer, das wir jetzt hier haben, ist fast am nächsten. So, hier rennen wir durch. Das dürfte eigentlich nicht viel Gegenwehr geben. Die Seelen, die jetzt halt da oben liegen, die sind futsch, aber ich meine, es dürften eigentlich sowieso nicht viele sein. Und deswegen macht das nichts. Den Baum schütteln wir ab, hoffentlich. Müsste dann vorm Boss nochmal am Baum kommen. Der Weg ist halt sehr, sehr weit. Also ich weiß nicht, dass die Leuchtfeuer-Placements. Oh, shit. Wir rennen einfach durch zum Boss. Wenn wir beim Nebel sind, dann sind die sowieso weg. Und ich glaube, gegen den Titanit-Dämon hier, oder wie er jetzt hier heißt, dürfen wir eigentlich eine Chance haben. Allfather's Parish. Ja, wir machen guten Schaden. Das ist, oh Mist. Warten wir kurz, bis er ein bisschen Blitz schießt. Heilen uns. Okay. Mist, da war das Timing falsch. Und heilen. Komm hier nicht durch. A profane image. Okay, was war das? Was zur Hölle ist hier los? Okay, das ist irgendwie, gibt hier einen Twist. Ich kann ihn nicht angreifen. Ich muss das Image erstmal platt machen. So wie es aussieht. Okay. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Okay. Ich glaube, wenn er bei 50% ist, ja, dann kommt dieses Image. Und dann müssen wir erstmal das platt machen. Das im Prinzip müssen wir den Boss zweimal töten. Was ein bisschen schwierig wird natürlich. Also man hat, die Mod-Autoren haben sich da. Wo zur Hölle geht's hier hoch? Die haben sich da echt was überlegt, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier, dass wir theoretisch eher über die Burg der Untoten kommen sollten und nicht von dieser Seite, weil der einzige Grund, warum ich jetzt eigentlich von dieser Seite her komme, ist, oh Mist,
ist wegen den Ratten, die Poison machen. Ich habe keine Rüstung, die auch nur ansatzweise. Ich habe überhaupt keine Rüstung. Meine Güte. So, der ist nicht aufgestanden. Das ist doch schon mal super. Dann haben wir da oben vorne aber auf jeden Fall noch mal einen. Es war jetzt ein bisschen ungünstig, dass wir einen Hit gefressen haben. Aber was will man tun? Also wir müssen die zweimal totkloppen. Wir haben eigentlich ganz guten Schaden gemacht, hatte ich das Gefühl. Also Schaden, am Schaden wird es nicht hapern. Woran es wahrscheinlich hapern wird, ist, dass wir zu wenig Estus haben. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt schon quasi auf halb HP unten sind. Das war gut. Das war auch gut. Was? Wie hat er mich da noch erwischt? Okay, jetzt kommt das Image. Und er hat Dunkelmagie. Was natürlich ein bisschen doof ist. Ah, Mist. Heil mich mal. Der dürfte eigentlich nicht treffen. Ah, was? Warum habe ich mit dem Image so viel mehr Probleme als mit ihm selbst? Das ist mir aktuell noch nicht so wirklich klar. Ja, ich werde kurz den Laufweg bis zum Boss rausschneiden. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Hallo? Traverse the Light. The Fog Wall. Also, auf die Seelen scheiße ich mal. Ah, Mist. Zu greedy. Man muss sich halt echt nach jedem Hit schon mal heilen. Das ist, ungünstig. Mist. Warum hat... Ich habe da das Timing überhaupt nicht drin. Bereits jetzt zwei Estus verloren. Okay, jetzt kommt das Image. Hallo, wo ist es? Da drüben ist es. Dass ich hier hängen bleibe, gefällt mir natürlich auch eher nicht so. Ich sehe halt nichts. Okay. Das Image ist da hinten. Hallo, kannst du das mal bitte an... Ich hasse das... Ich hasse die Anvisierung hier. Das ist echt nicht gut gemacht. Okay. Das war ganz gut. Da ist er ein bisschen in der Wand gebackt. Ja, okay, gut. Ja, so viel dazu. Kommst du... What? Wo ist das verdammte Image? Da steht immer noch, dass das Image nicht tot ist. Und ich kann ihm keinen Schaden machen. Die Bugs. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, an das verdammte Image ranzukommen? Ohne hier überall hängen zu bleiben, verdammt. Ich glaube, da ist es. Irgendwo in der Wand hängt es. Aber ich komme da nicht hin. Na, klasse. Und ihm machen wir keinen Schaden. Ah, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich.
Na gut, was bleibt mir anderes übrig, als wahrscheinlich zu sterben? Ich glaube kaum, dass ich hier einfach rausrennen kann, oder? Nee, das geht nicht. Das Image steckt hier irgendwo in der Wand fest. Naja, ich werde den Weg bis hierhin wieder rausschneiden. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, diesmal schaffen wir es, das so zu machen, dass das Image nicht rausbuggt. Das wäre eine echt gute Sache. Shit. Ich heile mich mal kurz. Und da ist das Image. Oder? Ne, da ist das Image. Okay, gucken wir mal, dass das... Nein, 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 geh nicht in die Wand. Komm hierher. Ah, hör auf, das... Verdammt. Okay, jetzt ist es da. Ich muss so stehen, dass wenn es sich, wenn es einen Sprung zurück macht, dass es dann nicht in der Wand drin landet. Da hinten ist es. Ach Mist. Ah! Das ist doch... Also entweder ist das wirklich übelst verbuggt oder ich verstehe irgendwas nicht richtig. Naja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Leider wurde ich einmal kurz getroffen auf dem Weg hierhin. Ich hoffe, das klappt jetzt hier ein bisschen besser mit dem Image. Ah, Mist. Voll erwischt. Heilen wir uns mal. Okay. Da war ich ein bisschen zu greedy. Okay, gut. Image kommt. Da. Ah, Mist. Na, klasse. Teilweise kommt er wieder raus aus der verdammten Wand, aber... Momentan ist er da gerade ein bisschen... Okay, jetzt ist er da hinten. Können wir das mal anvisieren? Dankeschön. Meine Güte. Ah, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann ihn nicht angreifen. Es. Okay, jetzt hat er sich dahin geportet. Da kann ich ihn angreifen. Müsste ihn allerdings auch erstmal ordentlich treffen. Okay, jetzt ist er wieder aktiv. Ich verstehe es nicht. Das Image ist weg. Okay, dann machen wir. Gehen wir halt weiter auf ihn. Also dieser Kampf ist ja komplett verbuggt. Weil auf ihn können wir kein Damage machen. Oh je. Ich werde nach dieser Episode gucken müssen, ob da. Okay, jetzt ist wieder das Image da.
Okay. Klar, man hat einfach nur eine gewisse Zeit, um Damage auf das Image zu machen. Und danach muss man wieder Damage auf den normalen Boss machen. Okay, das Image ist weg. Das ist da hinten. Okay, Image is down. Soul of a Lost Demon. Victory achieved. Okay. Wir müssen dann nur das Image wegmachen. Wir müssen nicht noch den ganzen Boss wegmachen. Interessant. Vielleicht war der Boss doch nicht verbuggt. Ich hoffe, dass es hier andere... Blessed Ember. Oder zumindest ein Leuchtfeuer ist. Meine Güte. Tatsächlich ist hier ein Leuchtfeuer. Nice. Naja, dann können wir zumindest mal ein paar Level-Ups hier verteilen. Dex. Einmal Dex. Wir brauchen ein bisschen mehr Vitalität momentan. Es hilft nichts. Die Ember. Das Tor ist offen. Das irritiert mich ein bisschen. Wir gehen mal kurz in die Stadt der Untoten und gucken uns da ein bisschen um. Wenn wir jetzt hier schon mal quasi eine Basis haben. Oh, ich glaube auch meine Maus war die ganze Zeit im Weg, tut mir leid. Aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break und dann geht es beim nächsten Mal hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.